Bumbara bumbara bum Macarena. Bumbara bumbara bum. Filmst du schon? Ja. Willkommen bei Einfach Thermomix, heute mit dem Format Saisonspaß. Und wir machen passend dazu Züricher Geschnetzeltes mit Kartoffeln. In der Schweiz macht man das traditionell mit Kalbfleisch und Kartoffelrösti. Wir machen es heute aber mit Schweinefleisch und mit gegarten Kartoffeln. Für 4 Portionen braucht ihr Schweineschnitzel oder Kalbschnitzel geschnetzelt, Sojasauce, Zwiebeln, Rapsöl, Wasser, ein Fleischbrühwürfel oder selbstgemachte Gewürzpaste für Fleischbrühe, Kartoffeln, Champignons, Speisestärke, Tomatenmark, Sahne, Salz, Pfeffer und Worcestersauce. Ich wiege jetzt das Schweinefleisch ab. Wir brauchen 650 Gramm und ich habe das in 1 cm dicke Streifen geschnitten. Ihr könnt natürlich auch Kalbfleisch nehmen. Jetzt marinieren wir das Fleisch mit 3 Esslöffel Sojasauce. Dann vermische ich das Fleisch jetzt mit der Sojasauce und dann stelle ich das für 2 Stunden in den Kühlschrank. So, das Fleisch war jetzt 2 Stunden im Kühlschrank und ist schön durchgezogen. Jetzt kommen 200 Gramm Zwiebeln halbiert in den Mixtopf. Dann kommen 30 Gramm Rapsöl dazu. Und dann kommt der Deckel wieder drauf. Mit Messbecher. Die Zwiebeln werden jetzt erstmal 3 Sekunden zerkleinert. Und jetzt dünsten wir die Zwiebeln auf 120 Grad für 3 Minuten. Die Zwiebeln sind fertig. Es dampft noch. Und ich kann direkt das Fleisch dazugeben. Deckel drauf. Und jetzt wird auch noch das Fleisch gedünstet. Und zwar für 5 Minuten auf 120 Grad. So, es dampft auch schon wieder. Perfekt. Jetzt gebe ich 450 Gramm Wasser in den Mixtopf. Dann kommt da jetzt entweder ein Fleischbrühwürfel oder, was natürlich noch leckerer ist, ein gehäufter Teelöffel Gewürzpaste für Fleischbrühe dazu. Das mache ich jetzt. Ich nehme ein bisschen mehr, weil ich mag es gerne sehr würzig. Jetzt kommt der Varoma-Behälter da drauf. Mache ich erstmal den Deckel drauf und dann den Varoma-Behälter. Jetzt kommen da 800 Gramm Kartoffeln rein. Die habe ich schon in Streifen geschnitten, beziehungsweise in Wedges. Dann kommt der Varoma-Einlageboden da einmal drüber, weil da kommen jetzt die Champignons drauf. Wir brauchen 400 Gramm Champignons in Scheiben. Die habe ich hier schon in Scheiben geschnitten und die kommen da jetzt rein. Varoma verschließen. So. Das Ganze wird für 27 Minuten bei 60 Grad gegart. Und dann nehme ich den Varoma hier weg und damit der Tisch nicht nass wird, stelle ich ihn auf den Deckel drauf. Jetzt stelle ich die Schüssel hier auf den Mixtopfdeckel und dann wiege ich da 20 Gramm Speisestärke rein. Dann kommen 50 Gramm Wasser dazu. Das rühre ich einmal an und gebe es dann in den Mixtopf rein. Im nächsten Schritt brauchen wir 20 Gramm Tomatenmark, 100 Gramm Sahne kommen dazu. Und natürlich brauchen wir auch noch ein bisschen Salz. Ein gehäufter Teelöffel kommt rein, allerdings könnt ihr da gerne noch ein bisschen mehr nehmen. Und dann noch ein Viertel Teelöffel Pfeffer. Jetzt kommt die Worcestersauce und zwar brauchen wir davon 3 Spritzer. Zack und zu. Und jetzt wird das nochmal 2 Minuten aufgekocht. Und die 2 Minuten sind auch um. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Und zwar fehlen jetzt natürlich noch die Champignons. Die gebe ich jetzt auch noch in den Mixtopf. Dann mache ich wieder zu und ich lege nicht den Messbecher rein, sondern den Spatel. Und während sich der Thermomix bewegt, gehe ich mit dem Spatel mit. Also wir vermischen jetzt alles mit Hilfe des Spatels. So, jetzt noch abschmecken und dann zu den Kartoffeln servieren. Perfekt. Und dann einfach zu den Kartoffeln servieren. Ihr könnt natürlich als Beilage auch noch Reis oder Nudeln stattdessen nehmen, aber die müsstet ihr dann parallel am Herd machen. Und das Schöne bei dem Gericht ist, dass es einfach on-one passiert. Also ich finde, die Soße sieht schon toll aus. Wenn ihr wollt, dass sie noch mehr Farbe bekommt, könnt ihr mit Zuckercouleur arbeiten. So ein paar Tropfen und schon bekommt es noch mehr Farbe. Jetzt muss ich mal probieren. Oh, das duftet. Leute, wenn das so schmeckt, wie es duftet, dann habe ich alles richtig gemacht. Aber es ist verdammt lecker. Die Soße ist echt perfekt. Die ist so schön sämig und cremig und samtig und ich finde die super. Noch mehr leckere Rezepte und Inspirationen findet ihr hier und hier. Beides sehr verlockend. Ihr solltet auf jeden Fall draufklicken. Und hier solltet ihr den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Jeden Donnerstag kommt ein neues. Ich freue mich auf euch. Ciao.